Moin und damit herzlich willkommen zurück hier bei Sons of the Forest. Da sind wir wieder hier. In der wunderschönen Berghütte. Ja, und so langsam geht hier die Sonne unter. Langsam aber sicher. Und ich würde sagen, solange es noch nicht dunkel wird, wobei es wird gerade ziemlich schnell dunkel, was ist das denn hier? Hätte ich sonst noch gesagt, dass wir hier vielleicht ein bisschen noch weiterbauen können. Oh, und da vorne sehe ich hier großen Einwohner, der hier auf uns zugerannt kommt. Was willst du, Kollege? Wo ist mein Fernglas eigentlich hin? Ach, da ist es. Da guckt er uns an. Was hat er vor? Ja, komm doch. Spiel noch rüber. Mach doch. Mich kriegst du nicht. Bäh, 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 bäh. Hm. Weißt du was? Schade. Ah, wir hatten getroffen. Was machst du jetzt? Jetzt fährt er erstmal hin. Okay, ich glaube, der mag uns einfach nicht, aber ich glaube, der bleibt da stehen, der macht jetzt nichts weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen, weil es ist doch gerade ziemlich dunkel hier. Da sieht man hier sonst noch nicht mal mehr die Hand vor Augen. Oh, ein Baum ist hier gewachsen, sehr schön. Und ich würde sagen, wir essen und trinken erstmal was. So, gönn dir den Fisch, Junge. Da kommt gleich noch ein zweiten hinterher. Das Schöne ist, man kann ja dabei laufen. Dann können wir gleich einen Schluck trinken. Hier nehme ich nochmal zwei Fische raus. Die hängen wir gleich wieder auf, sodass wir hier quasi unendlich Nahrung haben. Also Versorgung steht ja hier soweit. Das finde ich auch sehr cool. Oh Gott, jetzt müssen wir hier ordentlich trinken hier. Sind ja gar kein Ende. So, nochmal. Jetzt sind wir endlich sitt. Meine Güte. Wie viel Durst der Junge hat hier. Der Fisch ist ein bisschen stark gesalzen. Scheint es mir hier. So, die haben wir wieder aufgehangen. Und jetzt wäre die Frage, was wir heute machen. Ich würde ja ehrlich gesagt am liebsten hier noch die Palisade fertig bauen. Und zwar mit dem Plan, was ich hier am Ende der letzten Folge genannt habe, dass wir jetzt hier noch eine zweite Mauer langziehen mit einem weiteren Tor. Und dass wir dann hier die Möglichkeit haben, hier hoch zu sprinten. Wenn wir nämlich hier hochklettern. Hier sind wir dann ja auch relativ safe vor den ganzen Mutanten und Monstern und so. Soweit ich weiß, kommen die Einwohner auch noch nicht diese Seile hoch. Dass wir einfach hier einen doppelten Verteidigungswall hätten. Dann können wir das Tor auch offen lassen oder lassen wir das einfach so? Das ist halt gerade so ein bisschen die Frage, ne? Oder wir gehen heute wirklich in die Höhlen. Ach guck mal, da ist ja schon wieder der Typ hier. Ist der gleich? Hat der einen Pfeil irgendwo stecken? Da noch kein Piercing? Ich glaube, der ist noch ungepierst. Mein Kollege. Ja. Zeig du nur auf mich. Okay, ich glaube, der Bogen hat nicht so eine hohe Reichweite hier. Wo sind die Pfeile hin? Ich sehe sie auf jeden Fall nicht. Ja gut, ist ja auch egal. Oder wir bereiten uns jetzt wirklich auf die Höhlen vor. Da habe ich nur ein bisschen das Problem, dass ich ziemlich wenig Vorräte habe. Das heißt, ich müsste wenigstens einmal wieder zurück zur Hütte. Die ja auch irgendwo hier oben war. Weiß ich gar nicht. Wo ist denn Norden? Norden ist hier, ne? Abgestürzt sind wir irgendwo da hinten. Das wäre sonst eine Möglichkeit, dass wir da einmal hinlaufen, die ganzen Vorräte rüberholen. Und dann mal schauen, was wir da noch machen können. Jetzt rennt der Typ da rum, ne? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich bleibe jetzt mal hier auf der Seite. Na, jetzt kommt er, ne? Ah, shit. Ah, shit. Aua, der hat mich voll weggeboxt. Schnell draufhauen. Okay, das war auf jeden Fall ein Treffer. Also sehr gut gemacht, Virginia. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Weiße Blätter, interessant. Noch eine Knochenrüstung. Ja komm, wir nehmen einfach mal alles hier gerade mit. Ich hoffe einfach nur, dass sich das ein bisschen... Dass das ein bisschen was hält hier.
So, Virginia und Kelvin lassen wir da hinten mal alleine. Die brauchen vielleicht auch ein bisschen Zeit für sich hier. Können sich dann ja hier abends gegenseitig wärmen oder so. Keine Ahnung. Müssen wir nur noch wissen, wo genau unsere Absturzstelle war. Da hatten dich ja auch Vorräte gelassen. Ich glaube, das ist dann hier hoch und dann rechts, ne? Das müsste ja irgendwie weiter westlich sein, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Es ist ganz schön kalt und es stürmt hier so ein bisschen, ne? Man hört auf jeden Fall den Wind, der hier durch die Baumwipfel streicht. Jetzt sind wir hier irgendwo oben. Was für eine Gegend hier, ne? Aber hier oben so eine fette Hütte hätte auch irgendwie was Cooles, ne? Aber dann so hoch, dass man hier runter gucken kann. In das Tal hier so. Aber das hat eine coole Optik dann. Gott, wo war denn nochmal die Absturzstelle? Ich würde mal vermuten, dass die irgendwo da hinten war, ne? Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. Wir werden es hoffentlich finden. Und ich hoffe, dass wir hier nicht wieder unterwegs angegriffen werden von so einer ganzen Mutantenmeute, wie wir es ja schon ein paar Mal hatten. Da plötzlich so 6 Stück auf einen zukommen oder so, da gerät man schon ein bisschen in Panik. Hier scheint aber auch nichts weiter zu sein, ne? Ich würde sagen, wir holen die Vorräte, gehen nochmal in diese 2 Höhlen da rein, die dann da sind. Ob wir das heute alles schaffen, weiß ich gerade nicht, aber das ist so grob der Plan. Und dann würde ich sonst sagen, dass ich dann wirklich mal weiterschaue, wie die Story weitergeht. Irgendwie bin ich ja gerade doch schon relativ neugierig, was ist hier auch mit diesen ganzen... Hallo, Häschen? Was ist hier mit diesen ganzen Bunkern und sowas hier auch auf der Oberfläche auf sich hat und so, ne? Ist schon ein bisschen merkwürdig. Und vor allem, wir müssten ja irgendwie noch einen weiteren Zugang jetzt haben. Wir haben ja eine rote Keycard gefunden. Müsste ja dann ja irgendwo auch einen Sinn und Zweck erfüllen, sag ich jetzt mal, ne? Können wir eigentlich noch Stöcker mitnehmen? Ach, können wir aber nicht viele, okay. Beim Hubschrauber ist ja auch noch das Gute, da sind ja auch noch jede Menge Vorräte, ne? Auch wie dieser Wald hier aussieht, ne? Auch irgendwie... Weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie gruselig. Wenn das hier relativ hell ist und so, aber das ist alles so weiß in weiß. Das ist gleichzeitig so ruhig und doch so laut. Dennoch ist das irgendwie unheimlich. Also ich finde, den Wald hat allein schon ohne die Mutanten und ohne die Ureinwohner hier schon so eine gewisse Atmosphäre irgendwie. So, ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir hier sind. Ah, guck mal, das ist der Süden der Insel. Können wir da irgendwas sehen? Nee, ne? Also da sind noch so ein paar kleine Inseln da vorne. Wir haben, glaube ich, gerade noch Herbst, so wie es aussieht. Da ist ein sehr, sehr großer See tatsächlich im Süden. Ansonsten sehe ich da gerade nichts. Ich mag dieses Fernglas übrigens, ne? Richtet mir gute Dienste. Sowas fehlt mir irgendwie immer bei Elite Dangerous. Dass wir dann da auch mal so ein Fernglas haben, womit wir dann da in die Ferne blicken können. Und ich glaube, unsere Absturzstelle dürfte doch da hinten bei so einer Höhle gewesen sein, oder? Oder ist das nochmal eine andere? Oder gehen wir da jetzt einfach mal rein und hoffen, das ist eine kleine? Auch eine Möglichkeit, ne? Weil ich sehe auch gerade hier die Absturzstelle nicht auf der Karte. Da müsste ja so ein Hubschrauber eingeblendet sein. Und eine Hütte mittlerweile. Wir hatten uns da ja noch was gebaut, ne? Wo wir auch rumlaufen, ne? Der Charakter ist echt eine Bergziege. Das ist hier wirklich eine Bergziege. Das kann mir sonst keiner erzählen, warum wir hier so gut langlaufen können. Jetzt brechen wir uns gleich doch noch die Beine. Oh, hier geht's aber steil runter. Rutsche. Hui! Oh, oh. Ein bisschen Schiss habe ich ja schon, ne?
In echt würdest du hier sowas von runterfallen, den Kopf anschlagen, dann wärst du tot. Gut, dass wir das hier können. Ich glaube, ich bin jetzt aber doch mal neugierig. Ich will jetzt mal wissen, was das unten für eine Höhle ist. Ich hoffe gerade einfach mal, das ist eine kleine, die wir einfach so schnell leerräumen können. Wenn die doch zu groß ist, würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Und suchen dann an anderer Stelle weiter. Okay, da ist auch nochmal irgendwie eine Höhle. Da ist noch eine Höhle. Ich bin ein wenig verwirrt. Aber ich glaube nicht, dass hier die Abschutzstelle war, ne? Ich glaube, das ist ein anderer Ort hier. Wenn ich das richtig sehe. Gott, wie es hier auch runtergeht, ne? Uah. So. Hier soll das jetzt irgendwo sein. Also da sehe ich nichts. Aber wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter in die Richtung. Ach, guck mal, da ist ein Camp. Schon wieder. Hier sind gefühlt überall solche verlassenen Camps irgendwie, ne? Okay, da ist noch so ein Gleiter. Der Typ hier sieht dezent erfroren aus. Vielleicht ist es auch ein zu groß geratener Schlumpf oder es war ein AfD-Wähler. Der ist von der Kälte in seinem Herzen gestorben oder so. Wer weiß. Auf jeden Fall ist über so einen Tod. So, hier ist nichts weiter. Ich glaube, dann können wir hier unten hingehen. Diesem Apparillo hier, können wir da noch irgendwie was rausholen? Oder können wir das kaputt schlagen oder so? Das habe ich auch noch gar nicht versucht. Nö, bei dem Schlitten ist nichts. Ah, hier geht's aber jetzt rein. Ja, wisst ihr was, wir gehen mal kurz da wirklich hinein. Ich hoffe einfach, dass das eine kleine Höhle ist. Wo wir vielleicht einfach ein paar Sachen stibitzen können oder so. Genau danach sieht es, glaube ich, sogar aus hier, ne? Also gibt es einfach ein paar Materialien. Hast du hier noch irgendwas Cooles? Ein Tuch. Warum kann ich diesen Helm eigentlich nicht mitnehmen? Würde ich ja irgendwie cool finden, ne? Aber sonst ist hier auch nichts, ne? GPS sagt auch nichts. Also wir haben Glück, es ist wirklich nur so eine kleine Eishöhle hier. Irgendwie cool, auch irgendwie ein bisschen schade. Und dann würde ich jetzt sagen, wir laufen mal weiter in diese Richtung. Aber da hinten, da ist doch gleich auch schon unser Zuhause oder etwa nicht? Bin mir nicht so ganz sicher. Habe auch das Gefühl, ich weiß gerade irgendwie immer noch nicht, wie groß diese Insel eigentlich ist. Ich habe das Gefühl, die ist gigantisch, aber irgendwie ist sie doch recht klein. Also irgendwie so beides. Aber vielleicht liegt das daran, dass wir auch noch nicht überall waren. Ich würde ja auch eigentlich noch gerne den Süden erkunden. Stimmt, das könnten wir auch machen, falls die Höhlen zu schwierig sind. Sobald wir unseren Stuff dann hergeholt haben. Würde ich sonst eine Erkundungstour in den Süden machen? Das wäre sonst auch eine Möglichkeit. Falls wir da drin sterben oder irgendwie nicht weiterkommen, das ist mir zu unheimlich. Dann könnte man das so ein bisschen aufschieben, sag ich jetzt mal. Ich glaube, man muss ja eigentlich eh in fast jede Höhle rein, ne? Also, beziehungsweise es gibt so ein paar Höhlen, wo man rein muss, um gewisse Gegenstände wahrscheinlich für die Story zu erhalten. Ich sehe immer noch nicht den Hubschrauber, ne? Was ist denn der dann? Also hier ist der Westen. Das heißt, unsere Hütte ist irgendwo da unten, unsere ursprüngliche. Aber wir könnten eigentlich auch von dort das ganze Zeug mitnehmen, oder? Ja, auch eine Möglichkeit. Und auf dem Rückweg an der Berghütte vorbei. Die wir uns ja irgendwo gebaut haben. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder wir machen das so. Komm, wir laufen dann mal bis zu unserer alten Hütte. Beeil mich auch. Stolpern wir hier ein bisschen den Berg runter. Ich hoffe, das dauert nicht wirklich so lange. Ich meine, da hinten können wir es ja sehen, das Ziel, aber... Doch, habe ich schon, okay. Man weiß, wie weit das wirklich ist, ne?
Da wäre jetzt noch eine Höhle und da ist noch eine Höhle. Ah, ich hätte mir das irgendwie aufschreiben sollen, in welcher wir schon drin waren. Weil ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob wir da auch schon reingelaufen sind. Ich meine, es geht ja hier schon recht weit noch, ne? Ich laufe jetzt mal in die Richtung von dieser Höhle hier. Ja, weil jetzt gerade haben wir einfach zu wenig Essen und so. Damit würde ich jetzt echt ungern in eine Höhle gehen. Aber wir gucken mal von außen, wie groß die eigentlich ist. Können wir das hier mitnehmen? Nö, können wir nicht. Na, guck mal, und hier ist wieder grün. So ist es schön, würde ich behaupten. Ich sehe hier fast gar nichts. Es ist so dunkel plötzlich. So eine Schneeblindheit hier. Plötzlich können wir überall hier in voller Farbenpracht die Welt wieder sehen. Okay, also das kommt mir hier gerade bekannt vor. Hier waren wir schon mal drin. Doch, hier waren wir schon drin. Und ich glaube, dann sind wir da unten damals bei einem Fluss rausgekommen. Wo ist die Karte? Da. Da sind wir dann, glaube ich, damals rausgekommen. Dann waren wir hier schon mal. Da haben wir, glaube ich, damals das Nachtsichtgerät gefunden. Und ich glaube, die goldene Rüstung. Ich glaube, das war das, was wir da gefunden haben. Dann würde ich sagen, laufen wir schnell weiter hier. Da hinten ist unsere Basis. Oh Gott, das ist ja noch ein ganzes Stück, ne? Das sieht so ewig weit weg aus, aber wer weiß, wie weit es wirklich weg ist, ne? Natürlich auch mal täuschen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach querfeldein und wenn ich da was finde, würde ich es glaube ich noch mitnehmen, wie vielleicht Aloe Vera oder irgendwie was. Vielleicht haben wir da ja noch Glück. Aber ich will auf jeden Fall da oben dann wieder, glaube ich, meine Hauptbasis reinbauen. In die Winterregion da oben. Beziehungsweise auf dem Berg. Zwischendurch vielleicht ein bisschen was essen. Mehr kriegen wir davon, glaube ich, nur trinken, ne? Ich habe auch das Gefühl, man muss hier 30 von diesen Beeren essen, damit man endlich mal irgendwie ein bisschen satt ist. Frag mich gerade, wie das in echt wäre, wenn man jetzt wirklich so ein bisschen schlechte Ernährung hatte, sage ich jetzt mal. Nicht im Sinne von, wann kippt sich Fastfood hinter die Birne. Sondern im Sinne, man hat halt wirklich zu wenig zu essen oder sehr wenig zu essen und fast nur irgendwie, weiß ich nicht, gekochtes Fleisch oder so. Der Körper dann wirklich so 30.000 Beeren benötigt, um satt zu werden. Ich meine, die Flüssigkeit da drin, das müsste ja ganz gut sein. Dürfte ja gegen den Durst helfen. Jetzt vielleicht nicht in großen Mengen, aber... Okay, die haben wir auch schon alle. Ein bisschen dürfte das ja was bringen. So, über Stock und Stein. Ich finde mich hier gerade auch gar nicht mehr so richtig zurecht, ne? Also hier vorne ist jetzt wieder ein kleiner Fluss. Hallo. Kommt drüber gesprungen. Sind nicht nur eine Bergziege, sondern auch ein wunderbares Reh. So, jetzt sollte mal ein bisschen wieder Luft holen. Nicht, dass uns hier gleich die Puste ausgeht und dann stehen nachher ganz viele Mutanten oder so. Ich will noch weglaufen können. Anders als im realen Leben, da bin ich zu dick zum Weglaufen. Ich kämpfe. Kleiner Spaß am Rande hier. Okay, aber jetzt habe ich gerade schon den Ort entdeckt, wo wir hin müssen. Ach, hier steht ja Gronks Hütte, ne? Der hatte hier sich was aufgebaut. Oh, was haben wir denn da? Weidenröschen. Was ist denn dies? Weidenröschen. Klingt so bayerisch irgendwie. Ach, guck mal, wir haben auch die Samen davon voll. Eigentlich gut, ne? Ich glaube, hier gab es doch auch noch ein paar Sachen, ne? Gab es hier nicht auch noch irgendwie was an Pflanzen?
Oder verwechsel ich das gerade? Weil ich glaube, hier gab es, glaube ich, ein paar coole Sachen. Aber irgendwie ist das auch eine coole Stelle hier zum Bauen, ne? Man hat hier einen schönen Ausblick. Ist das diesig? Man hat hier zwei, drei Wasserfälle. Große Eisfläche. Das hat schon irgendwie was. Na, ich vor kurzem auch nochmal beim ALP reingeguckt. Der hat sich ja, glaube ich, irgendwie da was... Ganz da hinten irgendwie auf so ein... Ach, noch ein Weidenröschen. Ganz da hinten irgendwie was gebaut. Also im See auch so eine Hütte. Also ich finde es auch interessant, wo andere Spielerinnen und Spieler dann halt so ihre Hütten und sowas bauen, ne? Oh, hier ist noch ein Grab. Und Pilze. Dann nehmen wir die Pilze doch auf jeden Fall mal mit. In das Grab würde ich mal sagen, buddeln wir mal aus hier. Ja, aber allgemein finde ich das irgendwie immer spannend, wenn man so ein Spiel spielt, was man halt auch selber zockt, und dann sieht man halt, wo andere Leute Sachen bauen. Das finde ich irgendwie immer relativ interessant. Okay, geht das hier nicht oder bin ich auf der falschen Seite? Ah, hier ist jetzt ein Loch drin, ne? Okay, dann waren wir, glaube ich, gerade auf der falschen Seite vom Grab. Ja, irgendwie kriegt der gerade so komisch. Was macht denn der heute? Mal gucken, was es hier auch gibt, ne? Aber hier scheint gar nichts drin zu sein. Oh, da liegt ein Knochen. Da wird ja wahrscheinlich nicht nur so da liegen. Aber was soll denn das dann hier sein? Ist das dann einfach so ein leeres Grab hier oder wie? Oh, da gibt es Pilze, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Weiß zwar noch nicht, wofür die gut sind, aber... Ja, aber irgendwie ist hier nichts, ne? Ja, sonst nichts außer dieser Stein. Oder ist das doch hier? Probier es jetzt nochmal. Aber besonders tief sind wir jetzt ja auch nicht gekommen dort, ne? Ach, hier ist es doch. Okay, also theoretisch können wir dann tatsächlich hier wo überall ein bisschen was umgraben. Das finde ich ja interessant. Okay, da waren jetzt aber auch nur Drähte drin, komischerweise. Oh, Aloe Vera. Und noch ein Pilz. Sehr schön, noch ein Pilz. Ah, ist auch gerade Herbst, ne? Ich glaube, im Herbst finden wir noch mehr Pilze und sowas hier. Wie bei Medieval Dynasty, denke ich mal so ein bisschen, ne? Fliegenpilzchen haben wir hier auch. Sehr schön. Steine wollte ich jetzt gerade nicht. Oh, da hinten ist, glaube ich, eine Kiste, ne? Meine Äuglein das richtig erblickt. Oh, da ist nicht nur eine Kiste. Ey, hier war doch gerade eine Kiste. Oder? Ihr habt doch... Ach ja. Da ist sie hin. Ich wollte doch gerade sagen, hier war doch eine Kiste in der Nähe. Also hier gibt es auch was. Okay. Mach mal auf. Solar. Glühbirne haben wir noch gefunden. Pilze wachsen hier noch ein paar. Leuchtstäbe. Okay. Energy Drink und eine Lampe und das war's dann, glaube ich, auch. Da ist wieder so ein Vermessungsgerät. Ja, ob die noch irgendwie eine Bedeutung haben, weiß ich nicht. Das vielleicht immer so ein dezenter Hinweis ist, von wegen, da könnte noch was sein oder so. Also vielleicht auch zum Graben oder so, das habe ich noch nicht ganz kapiert. Also wir wissen ja bisher jetzt nur eigentlich, dass es hier sehr viele Arbeiter gibt. Dass die hier überall tot in den Minen, sag ich mal, liegen oder in den Höhlen. Dass es hier einige unterirdische Bunker gibt. Diese drei Personen ja vermisst werden. Und scheinbar haben wir ja die eine da schon gefunden, die Virginia. Wobei ich mir auch nicht
ganz sicher bin, ob das die echte Virginia ist. Oder ob mit der echten Virginia irgendwie was passiert ist, weil sie hat ja drei Beine. Ich kann mir bei so einem einflussreichen CEO eigentlich nicht vorstellen, dass der das verheimlichen konnte, dass seine Tochter drei Beine hat. Also ich denke mal, das wird entweder ist das eine Art Klon oder ich weiß nicht was. Oder sie ist einfach mutiert, das kann auch sein. Oder vielleicht ist sogar die echte Tochter gestorben oder so und sie hat versucht, sie zu klonen auf dieser Insel. Aber das ist irgendwie schief gelaufen. Deswegen ist es jetzt hier auch die ganzen Mutanten gibt oder so. Oder vielleicht wollte er sich unsterblich machen. So Richtung Cyberpunk-mäßig, ne? Nur halt dann per Klonung. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie das hier weitergeht, also... Ich weiß noch nicht, ob die Geschichte nachher hier richtig abgeschlossen ist oder ob das noch ein offenes Ende hat. Aber es wird schon irgendwie spannend. So, das wollen wir jetzt mal mitnehmen hier. Ich glaube, da hinten ist gleich unsere Hütte, ne? Wir sind heute den ganzen Tag nur dahin gelaufen. Also ich habe es gerade doch ein bisschen erschätzt, wie lange wir hier doch dann eigentlich brauchen tatsächlich. Na gut, das ist dann halt jetzt einmal so. Außerdem hatten wir dann auch mal wieder einen kleinen Spaziergang hier. Ist doch auch was Schönes. Ja, und ich frage mich auch immer noch, wer hat uns eigentlich am Anfang hier beschossen? Ich meine, es gibt ja noch diesen einen Mitarbeiter, der uns am Anfang ja auch einfach eine auf die Fresse gehauen hat. Warum auch immer. Also, er hat uns ja auch nicht ausgeschaltet, ne? Weil ich glaube, die eine Helikopter-Crew ist, glaube ich, komplett ermordet worden. Den haben wir übrigens auch noch nicht gefunden, wo der sein soll, ne? Ah, hier, traut das Heimglück allein. Wir sind wieder hier. Nee, der ist ja auch irgendwie komisch, der Typ. Dass er uns dann hier so zwar K.O. schlägt, aber da liegen lässt. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Währenddessen hat er ja die anderen getötet und Kevin hat aber auch da verletzt liegen lassen, ne? Den haben wir jetzt ja in dem Sinne aufgepäppelt. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig ja alles. Dann frage ich mich halt auch, wo kommen diese Einwohner hier hin? Weil die haben ja zum Teil auch moderne Ausrüstung. Also haben die sich die einfach nur geschnappt oder sind das vielleicht andere Leute, die hier auch irgendwie gelandet sind? Wie viele Knochen können wir mitnehmen? Also es ist schon irgendwie alles ein bisschen mysteriös hier. Bis hierhin. Komm, wir trinken nochmal ein Schlückchen. Aber bisher sieht es ja so aus, als ob wir hier irgendwie ganz viele Rätsel noch hätten. Die wir noch irgendwie lösen müssten. So, wie viele Leuchtfackeln haben wir denn hier? Okay, haben wir voll. Dosen würde ich jetzt auch nochmal vollpacken. Diese Fertiggerichte hier auch. Okay, jetzt habe ich schon wieder ein zu viel mitgenommen. Jetzt ist das irgendwo da hinten. Ein bisschen Rahmsuppe. Und ich würde sagen, den Rest mache ich zwischendurch und dann laufen wir gleich wieder zurück nach Hause. Und gehen dann in die Höhlen rein, ne? Dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao. Schön, dass ihr da wart. Kommt bitte wieder.